Weil Blinden auch vorher angriffen, meistens der Gegner. Ja. Ja, Ribéry. Du solltest den Ball eigentlich behalten, nicht einfach nur wegrätschen. So, und jetzt kommt zu dritt da drauf. Kann's doch nicht sein. So, ja. Auch nicht. So, einfach. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch diese. Die Kreistaste. Nicht mehr bloß die X-Taste. Und da habt ihr das gesehen. Boateng muss erst auslaufen, bevor er wieder in eine andere Richtung laufen kann. Und nicht wie bei FIFA 13 halt, dass er sofort umdreht. Und dann schon ja, mit dem Tempo weiterläuft. Ja, das ist super klasse, weil da war kein Spieler und der rennt ins Aus. So, Sakpo oder so ist reingekommen und wir schauen jetzt auch mal auf unser Team, was da so los ist. Götze muss raus. Gegen Thiago, dann kommt Groß. Für Müller. Und wir müssen jetzt da im Transferfenster uns noch nach einem Stürmer umschauen. Ne? Und Serdan Shaqiri wird kommen oder kommt für. Ja, macht mal Ribéry. Ja, macht mal Ribéry. Spiel fortsetzen. So. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir sind im Juli, glaube ich, gerade. Ende Juli sind wir jetzt mit dem ersten Testspiel. Das finde ich ehrlich gesagt auch besser als in FIFA 13 gemacht. Ich weiß nicht, wer das FIFA 13 Let's Play verfolgt hat, aber wir sind da erstmal eine Stunde rumgesessen, also haben wir ne, Sachen gemacht, bis wir das erste Spiel hatten. Ja, sehr schön. Jetzt Konter. So, Mandzukic. Sehr schöner Pass auf Shaqiri, gerade reingekommen. Holla. Ist Shaqiri linker? Oder rechter? Oder beidfüßig vielleicht sogar? Oh. Da war. So, Kroos. Nimmt Maß. Kroos. Und den hat er auch noch gerade. Der hätte gepasst, ne? Ja. Das muss Eckball geben, genau. Den schießt Shaqiri, also Shaqiri ist auf jeden Fall schon mal ein Rechter. Von Haus aus. Ich weiß nicht, ob er beidfüßig ist. So, Kroos jetzt. Naja. So. Alaba drücken. Oder zurück am besten jetzt. So. Alaba. Naja, den braucht er nicht mehr, hinterher zu rennen. Einwurf für uns. Also bislang sieht es ganz gut aus. Wir sollten langsam mal aber auch Tore schießen. So, Shaqiri auf Thiago. Thiago Mandzukic. Shaqiri wieder. Ja, Einwurf für uns. Sehr schön freigestellt von Müller. Was? Was? Warum? Ja, und den spielt er jetzt nach vorne, natürlich, weil ich bei dem Mitspieler von ihm stand. Da kann er natürlich nicht anspielen. So. Den haben wir nicht mehr. Das ist klasse. So. Aber sie kommen nicht durch. Sie kommen nicht durch. So, Schweinsteiger. Nee, Thiago war's. Alaba, Ballgewinn. Shaqiri und da vorne steht keiner. So, Hull City jetzt beim Angriff, aber. Nein! Ich wollte nur nach vorne, verdammt! Ja, das ist. Blöd. So, Mandzukic. Jetzt drauf. Die letzten 10 Minuten gehen wir jetzt nochmal voll drauf hier. Also, sehr offensiv. Ja, habe ich? Ja, sehr offensiv. Im ersten Spiel ja mal ein Sieg wäre schon. Sehr schön. So. Na, da müsste jetzt noch einer hingehen.
Verdammt, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, weil ich gedacht hätte, der Ball geht in die andere Richtung. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt wird auch echte Werbung gemacht hier. Für Sky und Hermes und so Sachen. Nein, no, da stand er doch, Thiago. Also jetzt nicht vorne, aber ein bisschen weiter zurückversetzt. Gut, das ist jetzt nicht so optimal. So, Kroos. Nein, der Pass war nicht so geil. Also, Kroos, jetzt raus auf Robben. Robben mit der Flanke rein auf Mandzukic, der ist kopfballstark stark und das ist 1-0. Da ist das 1-0 von Mario Mandzukic. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht genau in welcher Minute. 90. Ja, warum nicht? Warum nicht? So. Was? Ja. Ich bin mal gespannt, ob der Schiedsrichter noch genauso häufig gelbe Karten zückt wie in FIFA 13 und wie die Fouls weiterhin gepfiffen werden, weil manchmal sind da auch Fouls nicht gepfiffen worden, da fasst du dir ans Hirn. Ja? Ja. Ja, genau. Und das ist auch eins der Neuerungen, die es angeblich gibt. Holla. So, neuer haben. Auswurf. Zu lahm. Ja, ich kann mit Robben nicht den Ball nicht entgegengehen. Das gibt's doch nicht. Ja, also das. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder am Spiel. Und ich weiß nicht, ob ich's und wie oft. Also überhaupt erstmal, ob ich's verwenden werde, weil es. Da bin ich noch nicht so ganz drin im Ball abschirmen, ne? Da die L2-Taste bei als Tricktaste jetzt wegfällt, also die braucht man jetzt nicht mehr drücken, ne? Habe ich gerade vorhin schon erklärt. Da war ich bin ja immer noch auf sehr offensiv. Fuck. Okay, und jetzt kann ich nicht drücken. So. Sehr schön jetzt weg, 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 weg. Sehr schön von Thiago jetzt. Mandzukic, der nochmal raus auf Thiago und damit war es, ist Schluss. Ja. Es ist Schluss beim ersten Spiel im FIFA 14. Mario Mandzukic mit dem 1:0 Siegtreffer in der 90. Minute. So, haben wir irgendwo das 1:0? Hier haben wir es. Ne, das war noch in der 90. Also auch das ist der Siegtreffer. Mandzukic wartet und dann übern Torwart, der fast drüber zum 1:0. So. Spieler bewerten. Ja, schauen wir uns noch die Spielerbewertung kurz an. Mandzukic Spieler des Spiels, ja. Eindeutig. Passt. So, weiter. Nürnberger 2:0 gegen West Ham gewonnen, Gladbach 2:1 gegen Chelsea gewonnen, Schalke 2:1 gegen Lazio gewonnen. Also alle deutschen Mannschaften haben zu Hause mit zwei selbstgeschossenen Toren gewonnen. Sehr schön. Also so kann es weitergehen. Ich bin mal gespannt, ob wir es in der Liga auch so einfach haben werden. Ich befürchte nicht. So, Geschäftsführer. Ja, ein Transfer für Manuel Neuer erhalten. Bastian Schweinsteiger, Jerome Boateng, kann es sein, dass die alt sind? Was ist das jetzt? Nachrichtenarchiv. Okay. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich da meine Nachrichten sortieren werde, dann ins Archiv oder so, ne? Archiv! So, da rechts haben wir noch den Real Madrid Transfer. Oh, Aguero. Warte mal, sieht man in Bale und Aguero Möglichkeiten? Bitte was? Spielt Bale hier noch nicht bei Madrid, oder? Natürlich will. Warum Schlüssel, wer das gerade gelesen hat, Schlüssel, 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 Tür, Schloss. Nein, FC Bayern will Meister werden, stand gerade rechts da. Und Schlüsselspieler ist Thomas Müller. Legal Führung entschlossen, das ist jetzt nicht mehr so erfolgreich gemessen. Sollen das Team. Ja, wir wissen es. Den Rest haben wir gelesen, gut.
Warum Thomas Müller als Schlüsselspieler? Ich würde eher sagen, Franck Ribéry wäre so ein Schlüsselspieler. Naja. News. Ah, das sind die ganzen Transfer-News. Da haben wir die Bundesliga-Tabelle, die uns jetzt bisher noch nicht interessiert. Wir sind am 2. August. Das war die erste Folge von FIFA 14. Ich bin gespannt, wohin die Reise gehen wird. Wie es aussehen wird in der Liga. Naja, wir werden sehen. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Da spielen wir dann das Spiel. Das Testspiel gegen Lazio Rom. Schauen uns vielleicht noch nach einem Ersatzstürmer um. Aber das werden wir dann sehen. Also, bis dann. Ciao.